Hallo, ich bin gerade dabei, mein oder unser Mittagessen zuzubereiten. Ich bin ja im Abspeckmodus. Im Moment lege ich meinen Fokus darauf, die Mahlzeiten fettarm zuzubereiten, viel Gemüse zu essen und auf Süßigkeiten zu verzichten. Ursprüngliches Rezept heißt Papagiania, aber ich habe es so weit abgeändert, dass ich mich gar nicht traue, dieses Rezept Papagiania zu benennen. ja, und das möchte ich euch gerne zeigen. Für dieses Rezept brauchen wir Hähnchenfleisch, Kartoffeln, Zwiebeln, Tomate, süßes Paprikapulver, die Gewürzmischung Vegetta, Salz, etwas Pfeffer, Tomatenmark, zum Verfeinern saure Sahne, Tiefkühlerbsen oder Erbsen aus der Dose. Zuerst würze ich das Fleisch mit Vegetta und dann schnibbel ich die Kartoffeln klein, die Tomate und die Zwiebeln. Das Fleisch kann man schon geschnibbelt kaufen als Hähnchengeschnetzeltes. Ja, und dann gebe ich etwas Öl in einen Topf und brate das Fleisch ganz leicht an, gebe die Zwiebeln dazu, würze es mit Paprika und danach gebe ich die Tomaten dabei und die Kartoffeln und die Tiefkühlerbsen. Das Ganze einmal umrühren und nochmal anbraten und dann gieße ich noch kochendes Wasser drüber, und zwar so viel, dass alles gut bedeckt ist. Und dann ist es ganz wichtig, jetzt nochmal zu würzen mit Salz und mit Vegetta und wer möchte auch mit Pfeffer. Und dann gebe ich noch Tomatenmark hinzu und rühre das Ganze um und lasse es köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. Wer möchte, kann das Ganze noch mit saurer Sahne verfeinern. Guten Hunger!